und ich begrüße sehr herzlich Klaus Dieter, der ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Ja, Klaus Dieter. Ich habe ein kleines Problem. Ja? Erzähl mal. Und zwar, ja, ich muss jetzt ein bisschen zurückgehen. Also wie gesagt, 2003 haben meine Eltern mir das Haus überschrieben. Mhm. 2008 ist leider meine Mutter gestorben. Mhm. 2010 im Oktober ist mein Vater gestorben. Und ich habe das Haus, wie gesagt, vor dem Tod meines Vaters zurückgegeben. Wie, Moment, nee, das weiß ich nicht. Du hast das Haus dann wieder zurückgegeben an die Eltern? Ich habe das Haus wieder zurückgegeben an meinen Vater, ja. Warum? Weil er es so wollte. Warum wollte er es? Weil ich, wie gesagt, seit 2008, seit dem Tod meiner Mutter, letztendlich Alkoholiker geworden bin und er der Meinung war, dass ich als Alkoholiker, wie gesagt, nicht schaffe, letztendlich das Haus zu verwalten. Ah ja. Dann hast du das Haus zurückgegeben. Der Vater ist im Jahr 2010 verstorben. Ja, der ist am 9. Oktober 2011, wie gesagt, verstorben. 11, okay. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch drei Geschwister. Ja. Und meine Schwester, die 63, also ich bin 66 geboren, meine Schwester ist 63 geboren, also die ist 49. Mein Bruder ist, wie gesagt, letztendlich 44. Mein anderer Bruder hat sich ganz von meiner Familie abgesagt. Also da sind noch Geschwister, das höre ich. Was ist der genaue Grund deines Anrufes heute? Mein Grund des Anrufes ist, wie ich vorher schon einem Kollegen erzählt habe, letztendlich nach dem Motto, meine Schwester und mein Bruder haben mir letztendlich nach 46 Jahren, wo mir jetzt letztendlich ja zwischenzeitlich 8 Jahre das Haus selber gehört hat, letztendlich eine Räumungsklage angereicht. Ah, du wohnst also immer noch in dem Haus? Wem gehört denn das Haus jetzt eigentlich? Das Haus gehört jetzt meinem Neffen, der ist 4,5 Jahre alt, da er nicht Testamentsvollstrecker sein ist. Ah, das Haus wurde also auch nicht an die anderen Kinder direkt vererbt. Geht es letztendlich an die Ex-Schwägerin meines Bruders. Ja. Und die klagen dich jetzt raus? Die klagen mich raus, ja. Aus deinem, wie gesagt, vom Dezember ist abgewiesen worden. Die ist ausgesetzt worden, weil mein Vater gestorben ist. Ja. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich demnächst raus will. Hast du denn ein Wohnrecht in diesem Haus? Ja. Oder wurde das nie schriftlich Kein schriftliches. Also so, das war nur so eine mündliche Vereinbarung. Wie groß ist denn diese Wohnung, in der du da wohnst? Ich habe sage und schreibe 97 Quadratmeter. 97? Ja, für eine Person. Das ist natürlich riesig. Wie gesagt, damals, als ich vor 15 Jahren eingezogen bin, habe ich mit meinen Eltern, wie gesagt, einen Vertrag abgeschlossen, Mietvertrag, wo ich eine Sonderkondition hatte. Wie groß ist denn dieses Haus eigentlich? Das Haus hat insgesamt 6 Wohnungen. 6 Wohnungen? Ah ja. Ja. In den untersten beiden Etagen wohne ich. In der ersten Etage hat mein Vater gewohnt. Ja. Die jetzt wieder neu vermietet werden sollen. Und die obere in der zweiten Etage, wie gesagt, letztendlich die beiden Wohnungen sind vermietet. Okay. Warum wollen die Verwandten dich raushaben? Weil sie Kohle haben wollen. Weil du keine Miete zahlst? Nein. Weil wenn sie anders vermieten würden, letztendlich mehr Kohle kriegen würden. Ach so. Zahlst du überhaupt etwas oder zahlst du nichts? Doch, ich zahle Miete, sicher. Ja, aber das ist, die kriegen mehr, wenn das jemand Fremdes gemietet hat. Ja, wenn sie es normal vermieten würden, würden sie mindestens ungefähr, schätzungsweise pro Monat ungefähr 150 Euro mehr kriegen. Wie viel zahlst du denn da jetzt für die 97 Quadratmeter?
Ich zahle für die 97 Quadratmeter 465 Euro. Das ist ein guter Preis. Kann man nichts gegen sagen. Was macht der Alkoholkonsum, der Alkoholismus? Also wie gesagt, ich befinde mich mittlerweile seit ungefähr 2 Monaten in Therapie. Eine ambulante Therapie? Bei uns in Bielefeld hier. Ja. Ich habe, wie gesagt, eine Psychiaterin und eine Betreuerin. Ja. Trinkst du denn noch? Im Moment? Im Moment jetzt nicht, nein. Wenn du in dieser Sekunde nicht, aber trinkst du zurzeit so abends, tagsüber? Ich trinke ungefähr pro Tag 3-4 Bier, ja. Ja, das ist natürlich für einen Alkoholiker auch nicht so ganz gut. Um nicht zu sagen... Okay, aber wie gesagt, von 100 auf 0 geht es auch nicht, sagen die Ärzte. Bitte? Sag, von 100 auf 0 geht es auch nicht, sagen die Ärzte. Na gut, das ist jetzt ein anderes Thema, wie man aus dem Alkohol rauskommt. Was, wenn die dich jetzt da rausklagen, was würde das konkret für dich bedeuten? Wo musst du dann hin oder was wäre dann? Ja, ich habe meine Schwester gefragt, ich sag, wo soll ich denn hin? Bitte, weil die AGE bezahlt ja nur letztendlich Wohnungen in Höhe von 245,90 Euro. Und die Wohnung gibt es in Bielefeld kaum. Von da habe ich deinem Kollegen letztendlich ja vorhin erzählt, letztendlich, dass ich mit dem Gedanken spiele, eine Straftat zu machen, um letztendlich in den Knast zu kommen. Ach. Weil da habe ich letztendlich... Ach, Klaus-Dieter, das ist doch da habe ich, hab ich letztendlich mein Zimmer, da habe ich letztendlich mein Essen, etc. Ja, Junge, es tut mir leid, nee, aber es ist so. Das darf ich und will ich gar nicht ernst nehmen jetzt. Das sagst du so in deinem Zorn, kann man ja auch verstehen. Aber das sag ich nicht. Aber das wirst du nicht machen. Das ist mein Zorn. Ja, das wirst du nicht machen. Du wirst keine Straftat begehen aus diesen Gründen. Das ist doch Wahnsinn, ist das. Es gibt natürlich Möglichkeiten auch für jemanden. Ich gehe davon aus, dass du keinen Job hast zurzeit. Nein. Seit 3 Jahren arbeitslos. So. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, auch in Bielefeld, dass du eine Wohnung bekommst, die auch für dich unter deinen Umständen finanzierbar ist. Wenn du die richtige Beratung bekommst. Du bist doch wahnsinnig, wenn du überlegst, eine Straftat, was willst du denn für eine Straftat begehen, dass du auch noch richtig im Knast sitzt? Willst du dir diese Schuld und dieses schlechte Gewissen auferlegen? Nein. Das hast du so dahingesagt. Das ist Wahnsinn. Das darfst du niemals tun. Dann lass dich lieber ordentlich beraten. Wir werden dir gleich noch einige Sachen an die Hand geben, wo du hingehen könntest. Und versuche, ein neues Leben anzufangen außerhalb dieses Hauses. Dieses Haus ist ja offensichtlich... bringt dir Unglück im Moment. Das geht dir auch in die Nerven. Das macht einen ja fertig. Vor allen Dingen, wenn du auch noch so angeschlagen bist durch deinen Alkoholkonsum. Ja, sicher. Du brauchst ja auch keine 97 Quadratmeter. Ist auch Quatsch. Braucht man ja nicht alleine. Wenn die Wohnung ein bisschen kleiner ist, die du kriegst, ist ja auch gut, wenn es 2 Zimmer sind. Oder? Oder was denkst du? Da muss ich ja nur Sachen wegschmeißen. Immer. Ja, gut. Also, weißt du, es geht doch jetzt darum, dass du ein friedliches Leben führen kannst. Im Moment stelle ich mir vor, dass das kein friedliches Leben für dich ist, da in dem Haus, unter dem Druck zu leben. Nein, ich bin eingeschlossen. Du bist eingeschlossen? Ja. Was heißt das? In dem Sinne bin ich eingeschlossen, weil wie gesagt, meine Schwester und mein Bruder damals, wie gesagt, alle Schlösser hier ausgewechselt haben. Ich komme nicht in den Keller ran, ich komme nicht auf den Boden ran, ich komme nicht an mein Fahrrad in den Hof rein. Das ist doch schrecklich. Und alles Mögliche, weil die überall Schlösser ausgewechselt haben. Weißt du, Klaus, wenn sie auch im Unrecht sein sollten, ich kann das jetzt juristisch natürlich nicht beurteilen, wenn die auch im Unrecht sein sollten, geh, auch wenn du im Recht sein solltest, geh da raus, weil es dich kaputt macht. Allein, ja, um dich zu schützen, solltest du da rausgehen. Du bist nicht der Einzige, der mir das sagt. Ja, aber machst du es denn nicht? Ja, Jürgen, weil ich wohne seit 46 Jahren hier. Ich verstehe das. Ich will da auch nicht leichtfertig drüber hinweggehen. Aber du tust mir leid, wie man dir das Leben schwer macht. Und du sollst es besser haben. Und wenn du aus dem Haus raus bist, wird es dir besser gehen, hundertprozentig. Mich ist ehrlich gesagt scheiße. Das glaube ich, das höre ich ja auch. So, Klaus, Dieter, jetzt
Alles Weitere machen wir jetzt im Hintergrund. Du kriegst eine ordentliche Beratung, was von uns eine Beratung, was soziale Beratung betrifft, dass du jemanden an die Seite bekommst, der dir erklärt, welche Wohnung, wie, welche Zuschüsse es gibt und so weiter. Mhm. Und ich glaube, wir müssen auch noch mal ein bisschen reden über den Alkohol und ein bisschen so psychologische Hilfe. Hm? Ja. Ja, so, Klaus-Dieter, du legst auf und wirst von meiner sehr freundlichen, netten Kollegin, der Psychologin, der Sabine, angerufen. Einverstanden? Ja. Ja. Und mach bloß keine Dummheiten. Du ärgerst die Schwarz hinterher. Junge, ich versuche ja schon ein paar Jahre seit bei dir anzurufen. Ja. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja, klar. Du sagst deine Adresse gleich der Sabine. Ja. Und dann will ich schnell schreiben, damit du die Karte auch kriegst, denn ich hoffe, du bist da bald bist bald raus und hast eine gute andere Unterkunft. Hm? So, mein Lieber. Du legst auf und... Jürgen, auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal alles Gute. Wünsche ich dir auch. Und wie gesagt, ich verfolge deine Sendung seit Jahren. Mhm. Leider habe ich momentan seit über einem Jahr keinen Fernseher mehr. Deshalb kann ich es nur über das Radio letztendlich verfolgen. Aber... Geht ja auch. Mach weiter so, toi, toi, toi. Danke, sehr nett von dir, Klaus-Dieter. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich zurück. Ja, danke. Tschüss, ciao.